Hallo und herzlich willkommen zurück zu New World. Ja, nachdem wir in der letzten Folge ausnahmsweise mal eine Folge hatten, die nicht ganz so lange gedauert hat, weil wir mit der Angelquest ja leider noch nicht weiterkommen und die uns immer wieder in Gegenden schickt, die wirklich weit über unserem Niveau mittlerweile sind. Ich glaube, das letzte war mindestens Level 25. Haben wir ja in der letzten Folge schon gesagt, dass wir jetzt mal mit Balian Clark weitermachen. Ich glaube, du hast gute Verbündete gewählt. Mir kam zu Ohren, dass du und deine Freunde bereits ausgezeichnete Arbeit leisten. Danke. Anhänger der Stammestreue, okay. Dir sind sicher die Türme der Ahnen auf unserem Gebiet aufgefallen. Ich wüsste gern, welche Geheimnisse sie beherbergen. Hat sie noch nie jemand genauer untersucht? Natürlich, aber wir konnten nur herausfinden, dass die Ahnen uns vom Wissen her weit überlegen waren. Dieser Forscher William Herron ist in der Stadt. Er behauptet, die Ahnen hätten gewusst, wie man sich vor der Verderbnis schützt. Soll ich mit William sprechen? Bestimmt, aber bitte tue ihm zuerst einen Gefallen im Turm von Arctur. Es gibt dort einen besonders fiesen Wächter, der ihm den Zugang verwehrt. Töte ihn und melde dich dann bei William. Er wird hoch erfreut sein. Das hört sich aber gar nicht gut an. Okay. Irgendein Turm? Turm der Wächter? Ist das hier? Ram? Nee, das ist Entdecker gesucht. Das sind alles diese... Achso, Moment. Bitte eines Forschers. Töte den Arctur-Regenten in den Ruinen der Ahnen. Okay, also müssen wir jetzt dahin. Da bin ich schon mal vorbeigelaufen und habe mich echt gefragt, ob irgendwas passiert, wenn ich da reinlaufe. Ja, ich schätze, es ist dann jetzt wohl soweit, dass ich tatsächlich da reinlaufen muss. Da müsste ich mich aber nach rechts umdrehen. Da müsste ich dann oben raus. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt darüber begeistert sein soll oder Schiss haben soll, was das betrifft. Wobei, wir bekommen Rüstung für Stufe 10. Also theoretisch sollte das etwas sein, was wir machen können. Praktisch weiß ich aber natürlich nicht, ob das nicht eventuell mit unserem Level skaliert oder ähnlichen. Da hinten links muss ich auch immer mal gucken, weil da könnte nämlich auch Eisenerz sein. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir müssen quasi hier durch. Was ist das denn hier? Lebensblüte. Ach, alles zeigt er nicht an, wo ich was gefunden habe. Aber die Lebensblüte, die zeigt er mir jetzt als einziges an. Auch nicht schlecht. Oder ist das jetzt nur, weil ich hier in der Nähe gerade bin? Das kann natürlich auch sein. Warum laufe ich hier eigentlich durch das Dickicht durch? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt beim letzten Mal eigentlich schon gezeigt hatte, aber ich kann jetzt auch endlich... Ah, da hinten sind noch welche von den Blumen hier. Sind das nicht diese Lebensblüten? Nee, das sind diese Sonnenkriecher. Die nehmen wir natürlich auch direkt mal mit. Da hinten kommt schon wieder ein Wolf angeschlichen. Das finde ich gar nicht nett. Bleib schön da, wo du jetzt bist. Ich kann dich jetzt hier gar nicht gebrauchen. Ach, da hinten ist auch noch was davon. Ja, das ist dann halt der Nachteil. Man muss alles mitnehmen, gerade bei den Sachen, die ja halt sehr selten sind oder die man selten findet. Muss man immer alles schön mitnehmen, bevor man dann letztendlich zu seinem eigentlichen Zielort überhaupt reisen kann. Gut, das sind jetzt natürlich nicht so viele Blüten, die wir einsammeln. Wobei, na gut, wir haben jetzt schon 12, das wären dann 13. Das ist schon einiges. Jetzt muss ich nur mal eben schauen. Da müssen wir hoch. Genau, da müssen wir nämlich hier rumlaufen. Da ist gerade ein Tutan, den ich gehört habe. Klang auf jeden Fall ein bisschen seltsam hier. So. Ja, es werden noch Wetten angenommen. Oh, da oben ist... Oh. Lauf, 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 lauf. Das Eisenerz. Ich brauche unbedingt Eisenerz. Ich muss auf jeden Fall meine Rüstungsmacher oder wie das heißt, alles leveln. Und ich glaube, die Waffen, die waren auch in dem gleichen drin. Das Problem ist nur, das geht alles nur mit Eisenerz.
Und da man das leider sehr, sehr selten findet, ja, muss man natürlich sehr dahinterher sein, wenn man es denn mal findet. Okay, jetzt habe ich nicht drauf geachtet, aber ich... habe ich mich jetzt gerade erschrocken. Reinlaufen wollte ich da eigentlich nicht. Hallo, kannst du mal laufen? So nicht. Ja, ich kann dich auch umbringen, aber ich habe jetzt weder die Lust noch die Zeit dazu. Ich bin nämlich hier gerade auf geheimer Mission. Sei zurückgelaufen? Ja. Okay, ich brauche... Also ich meine, wenn ich Fell brauche, muss ich nun mal leider die Wölfe holen. Da geht leider nichts anderes. Das dürfte das sein da hinten. Ach, jetzt zeigt ihr mir auch die Hasen und so weiter an. Zeigt ihr mir das jetzt auch... Ne, auf der Karte zeigt das mir nicht an. Es ist mir jetzt das erste Mal aufgefallen, dass der mir da die Richtung für anzeigt. Ich weiß nicht, ob das jetzt neu ist. Oder ob das vorher auch schon war und ich habe es so noch nicht so direkt mitbekommen. Ist auf jeden Fall interessant. Oh, da sind schon wieder solche Blüten. Hallöchen. Nehmen wir euch doch natürlich auch mal eben mit. Wer weiß, wann wir das nächste Mal... Oh, da sind auch Pilze drin, sehe ich gerade. Wer weiß, wann wir das nächste Mal Sonnenkriecherranken erhalten. Unten kämpft gerade einer. Wahrscheinlich mit einem Wolf. So, die Frage ist jetzt... Nee, ich muss mir kein Zeltlager machen. Ich kann einfach ein fremdes klauen. Nur. So, ich schätze, da ist jetzt schon... Besieger... Ach nee, Meister Henry war was anderes. Wir sollen hier... Ahnenwächterregent, genau. Der ist vermutlich dann da drin. Den müssen wir besiegen. Was ist das denn hier? Faulwurz, okay. Oh, hau ab. Okay, macht nichts. Ich hab das, was ich haben wollte. Da der andere offensichtlich nicht auf die Blume geachtet hat. Also ich nehme... ernsthaft jetzt. Ich nehme den Leuten so ungern bzw. nicht aktiv Dinge weg. Och, du jetzt auch noch. Ja, ist ja gut. Mein Gott. Geh mir nicht auf den Sack. Ich will meine Faulwurz weiter ernten. So. Wofür auch immer ich das Zeug brauche. Oder gebrauchen kann. So, das ist nochmal schnell was zum Lesen. Ich glaube, ich... Oh, hier ist nochmal probieren. Wenn ich jemanden hinter mir knurren höre, denke ich schon wieder... Aber wo ist der Typ jetzt hier? Frischwasser kann man hier auch holen. Was ist das denn hier schon wieder? Faulwurz? Ja. Das ist ja krass. Also das ist ja wirklich ein guter Punkt, das hier zu sammeln. Weil hier Unmengen anscheinend von diesen Faulwurz liegen. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Ich wollte doch nur lesen. Hilfe. Hier ist auch noch irgendwas... Achso, Kiste der Ahnen. Okay. Kreuzstich. Ich denke mal, ich muss nach oben, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall den Ahnenwächterregent besiegen. Ich denke mal, dass der hier oben sein wird. Hier ist noch was zum Sammeln. Ich vermute allerdings, dass hier auch gleich noch Gegner auftauchen werden. Das könnte der jetzt gewesen sein, der gerade draufgegangen ist da oben. Ich weiß es nicht. Stehen wir noch nicht im Weg rum hier. So, muss ich hier rein? Kiste. Anscheinend nicht. Okay. Ja. Also rechts von mir ist das markiert. Töte den Akku-Regenten in den Ruinen der Ahnen. Ah, du bist der. Du bist das, oder? Nö.
Du bist das nicht. Okay. Du bist es aber doch auch nicht. Doch, Moment. Du bist der Arco-Regent. Du siehst mir auch schon irgendwie viel heftiger aus. Nehme ich mal lieber Schild und Schwert. So. Geht doch. Ja, da muss ich nur noch zurückgehen. Wobei nur noch natürlich relativ ist. Wie bin ich denn jetzt hier hingekommen überhaupt? Ach da. Nee, Jungs, ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss wieder zurück. Meine ich doch. So. Tut mir leid, ganz leid. Nein, Frischwasser wollen wir jetzt auch nicht haben. Lauf schneller. Okay, aber zumindest wissen wir schon mal, wo wir diese komischen Dinger hier machen können. Dem brauchen wir auch nicht mehr helfen. Sehr schön. Die sind nicht aggro auf dich. Die sind nur aggro auf mich, Junge. Kein Thema. Geh einfach weiter. So, wobei die jetzt theoretisch auch nicht mehr auf mich aggro sein dürften. Ne, die sind schon wieder am Zurücklaufen. Ja, dann würde ich sagen, müssen wir den ganzen Weg wieder zurückgehen. Ich sollte aber vielleicht meine Markierung hier rausnehmen, damit ich hier nicht total verwirrt gleich in der Gegend rumlaufe. Ich gucke hier auch immer. Den Baum kann ich, glaube ich, erst holen, wenn ich Level 100 hatte, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wobei ich da ja immer noch drauf am Hinarbeiten bin. Aber da muss ich mich wirklich nochmal hinsetzen und ein bisschen farmen. Es tut mir leid, Kaninchen, aber du läufst mir hier gerade so schön über den Weg. Dann kann ich dich auch einsammeln. Ah, da hinten sind wieder diese komischen orangenen Blumen. Die, also, ja, Pilze eher. Die haben wir ja, ich weiß gar nicht, irgendwann in den letzten zwei Folgen oder so mal gesehen. Und natürlich eingesammelt. Hatte der gerade einen Daumen nach oben? Okay. Naja, ich habe mir ja den Titel Spielt nur Solo reingesetzt. Oh. Oh. Lauf, 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 lauf. Schnell wieder das Eisen. Seit wann spawnt das hier so schnell? Also normalerweise ist es so, wenn ich Eisen geholt habe und dann wieder auf dem Rückweg die gleiche, an der gleichen Ader quasi vorbeilaufe, dass der das überhaupt gar nicht anzeigt. Also dass das, was heißt anzeigt? Dass der das nicht in der kurzen Zeit wieder respawnt hat. Und ich war jetzt nicht so lange unterwegs. Und ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, dass Amazon das verbessert hat. Weil gerade Eisen ist schon, ja, man findet es hin und wieder mal, sagen wir es mal so, es geht auch noch einigermaßen, also es ist relativ, naja, vieles nicht drin, aber es ist zumindest ja, genug drin, dass man sagen kann, da kann man jetzt zwei, drei Sachen mitmachen. Moment, jetzt bin ich, glaube ich, nee, ich bin doch richtig, aber ich muss dahin, so. Beziehungsweise da, da hoch, genau, da sind die Treppen. Oh, da ist noch eine Blume. Die der entweder nicht gesehen hat oder die den nicht interessiert. Okay, sehr schön, dann nehmen wir die auch nochmal schnell mit. Ich meine, es ist halt echt scheiße gemacht, dass man den anderen Leuten die Sachen wegnehmen kann. Weil ich bin immer jemand, der normalerweise sagt, ja, ich habe ja von allen genug, kannst du ruhig haben. Aber ich bin jetzt halt noch extrem in der Levelphase. Und bis ich alles auf Level 200 habe, muss ich nun mal, ja, alles mitnehmen, was geht. Also blöd, dass jetzt auch klingt. Und ich bin jemand, der immer gerne das Handwerk schnell hochgelevelt haben möchte. Ja, da bleibt einem halt nichts anderes übrig. Ich sollte doch mit dem jetzt sprechen, oder? Moment.
Doch, er ist in der Siedlung. Oh, ich dachte schon. Ich habe schon gedacht, ich bin jetzt hier falsch im Laufen. Wer ist da unten? Moment. Ist das nicht der, wo wir vorher waren? Bin ich etwas verwirrt? Ich muss mit ihm sprechen und dem Wachtmeister Bericht erstatten. Tja, William ist da hinten. Da muss ich anscheinend noch so ein Stück laufen. Dann würde ich sagen, dass wir erstmal mit ihm sprechen, weil ihn sehe ich jetzt gerade hier. Bin jetzt gerade ein bisschen durcheinander hier, ehrlich. Oh, einen stolzen Krieger erkenne ich auf den ersten Blick. Wenn du Lust hast, ein paar Schädel einzuschlagen, bist du hier genau richtig. Warum soll ich ein paar Schädel einschlagen? Mal sehen, ob ich Werkmeisterin Petrowski ein Lächeln erbringen kann. Sie hat eine Vorratslieferung in Webermoor bestellt, die aber nie angekommen ist. Was ist passiert? Nun, ich habe mich mal umgesehen und herausgefunden, dass die verlorenen Piraten der Steinsandterrasse die Straße im Osten bedrohen. Wenn du ihre Reihen ausdünnen und Meister Henry ausschalten könntest, zeigt uns Tekla bestimmt ein strahlendes Lächeln. Okay, also offenbar war das jetzt gar nicht das, was ich jetzt eigentlich machen wollte. Weil das war jetzt beides auf der gleichen Quest irgendwie drin. Oder die standen jetzt zufällig übereinander? Ich habe doch keine Ahnung. Also das mit den Quests ist irgendwie ein bisschen seltsam beschrieben. Geschrieben hier. Da oben steht er. Hier müssen wir auf jeden Fall jetzt Bericht erstatten, oder nicht? Nee, Bericht erstatten sollte ich ja bei dem anderen. Warte mal, lass mich raten. Du bist noch nicht lange hier auf der Insel. Sand. Du warst am Strand und Staub. Du warst in den Ruinen, sogar in Arktur. Wäre da nicht dieser fiese Regent, wäre ich selber dort schon gewesen. Ich habe den Regenten besiegt. Wirklich? Dann hast du mir einen Riesengefallen getan. Ach, natürlich, der Magistrat, Clark. Dann erkennt er das Potenzial meiner Arbeit. Gut gemacht. Das war's? Ich weiß schon, worauf Magistrat Clark hofft. Auf meine Hilfe bei der Abwehr der Verderbnis. Ich muss nur entscheiden, ob ich daran interessiert bin. Okay. Also müssen wir dem jetzt auch keinen Bericht erstatten oder irgendwas? Na gut. Moment, da hinten ist wieder was. Erstatte... Doch, Moment. Wo laufe ich jetzt hin? Das ist der Ausgang. Erstatte dem Wachtmeister Bericht. Das dürfte dann der sein, mit dem wir vorhin gesprochen hatten, wo wir die angenommen haben, oder? Nee, natürlich nicht. Es ist wieder was Neues. Hä? Das ist aber auch nicht das, was drinsteht. Kriegen wir jetzt neuerdings neue Quests oder was? Jetzt bin ich hier wirklich ein bisschen verwirrt. Also die ganze Zeit haben wir keine Quest bekommen. Und jetzt auf einmal bekommen wir hier eins nach dem anderen, oder wie? Herankriechende Verderbnis. Durchkämme die Gebiete in der Nähe der Immervollsiedlung und vernichte alle Verderbnisknoten, die du findest. Was sind Verderbnisknoten? Dann erstatte Wachtmeister in der Siedlung Bericht. Das heißt jetzt auf Deutsch. Was sind Verderbnisknoten und was genau muss ich jetzt machen? Der hatte doch nur gesagt, ich soll irgendwelche Leute umbringen. Also ich... Da steht jetzt auch nichts mit Töte 10 Widersacher oder sowas. Erstatte den Wachmeisterbericht. Sprich mit Avita Maisi. Das ist sie nämlich auch nicht. Ich rede jetzt einfach mal mit der. Überlebenskünstler Lee, der Hosengeck, ist ein egoistischer Wüstling. Sein Modegeschmack ist gewöhnungsbedürftig. Klingt ganz so, als würdest du ihn wirklich nicht mögen. Ganz und gar nicht. Ich werde mich nicht von Leuten wie Ordner Lee von der Arbeit abhalten lassen. Ich arbeite gerade an einem Projekt, das gegen die Verderbnis helfen könnte. Kann ich irgendwie helfen? Möglicherweise. Die Bewohner der flussabgetragenen Grotte trugen früher Steinanhänger, die sie schützten. Die Stadt wurde zwar von den Verlorenen überrannt, aber wer weiß. Bring mir ein paar dieser Anhänger, damit ich sie untersuchen kann.
Ja, wenn du mir jetzt noch sagst, wo ich die finden kann, dann kein Thema. Sammle rundgeschliffene Steinanhänger am Ort. Achso, am Ort flussabgetragene Grotte. Flussabgetragene Grotte, die habe ich doch schon mal irgendwo gelesen. Das hier unten? Nee. Ich liebe es ja immer, wie super markiert diese... Ach, mach das weg. Wie super markiert diese Orte sind. Ah, Moment, hier ist was. Ah. Vorratsbeschaffung. Stelle dich für Überlebenskünstler und für verlorenen... Besiege Steinzahnpiraten in der Steinzahnterrasse und deren Anführer Meister Henry. Das ist aber doch die andere Quest. Das ist doch jetzt nicht die Hauptquest, die ich jetzt hatte, oder? Ich will das, was mir gehört. Sammle für Werkmeisterin Petrovski in der Siedlung im Immerfall rundgeschliffene Steinanhänger von verlorenen Piraten. Das ist aber auf jeden Fall das, was jetzt zur Quest gehört. So, und das hier wäre dann Quest 3. Langsam verliere ich die Übersicht. Was ist denn Quest 3? Vorratsbeschaffung. Stelle dich... Ja, und ich habe aber auch noch die 1. Das ist doch das, was ich die ganze Zeit schon machen musste. Herankriechende Verderbnis. Was ist denn das? Beziehungsweise, wo ist denn das? Hier ist noch was. Ach, da haben wir jetzt... Oh, wir haben jetzt neue Quests. Oh, sehr schön. Ich bin jetzt ehrlich gesagt sehr, sehr überrascht. Weil ich echt gedacht habe, es kommt irgendwie jetzt nichts mehr. Weil das alles so danach aussah, als ob keine neuen mehr kamen. Das ist aber klasse. Aber ich habe die 1 jetzt immer noch nicht gefunden. Moment, halt. Was ist denn da? Ja, mach. 2 verfügbare Aufgaben. Erstes Lichtdörfchen. Oh, da kann ich sogar... Schnell hinreisen? Wieso kann ich da schnell hinreisen? Moment. Okay. Führe eine Schnellreisung zu einer Siedlung durch. Ja, stimmt. Die habe ich nämlich entdeckt, diese Schnellreise. Da bin ich nämlich hier. Da musste ich sogar, das habe ich leider nicht aufnehmen können in der Alpha des Gefechts, weil ich bin so schnell angegriffen worden. Da musste ich hier über die Brücke durch und da waren unendlich viele, viel zu starke Gegner. Und hier habe ich dann letztendlich geangelt. Das war diese Angelquest, die wir in der letzten Folge gemacht haben. Und dann bin ich aber nicht mehr hier, sondern hier oben bin ich dann wieder zurückgeschlichen quasi auf die andere Seite. Aber ich wusste gar nicht, dass ich hier in einem Dörfchen drin gewesen bin. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Hier kann man noch keine Schnellreise machen, oder? Schnellreisekosten, Grundkosten 50, Entfernungskosten 20. Ach du Scheiße. Ist das euer Ernst, dass das so teuer ist? Zum Schnellreisen musst du zuerst diese Siedlung besuchen. Ja, hier rechts, die habe ich aber auch nicht besucht. Wieso kann ich denn da hingehen? Muss ich das verstehen? Nö. Okay, also die 1 finde ich jetzt erstmal nicht. Keine Ahnung, da müssen wir erstmal die anderen Aufgaben machen. Aber gut zu wissen, dass es noch weitere Aufgaben gibt. Hier oben nochmal eben, aber es kann ja nicht sein, dass sie uns nach ganz oben schicken. Nee, also entweder bin ich jetzt ganz doof, beziehungsweise blind. Oder die 1 ist tatsächlich nicht zu finden. Oder ist die 1 in der Siedlung? Ach, die 1 ist... Nein, oder... Auch ihr könnt mich doch alle mal... Also umdrehen, rechts rum, links rum... okay, umdrehen. Wo kann ich denn da rechts rum überhaupt? Nirgendwo. Da wahrscheinlich. Oh, ich suche die ganze Zeit die 1 und stehe in einem Dörfchen, wo die 1 drin ist. Das war so klar. Ja, guten Morgen. Naja gut, wir haben immer noch sehr früh am Morgen. Ich habe nämlich festgestellt, dass man leider abends selten ins Spiel reinkommt, beziehungsweise halt immer eine sehr große... Ist das hier drin? Eine sehr große Warteschlange immer noch hat.
Moment, bist du das jetzt? Avita. Nee, Avita bist du nicht. Bist du denn irgendwo oben? Ich habe da jetzt kein Zeichen gesehen. Hä? Das muss die aber doch sein. Aber Avita heißt sie doch gar nicht. Oder ist das jetzt draußen? Nee. Okay. Ich bin jetzt mal wieder maximal verwirrt. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie, das ist ein bisschen seltsam, alles mit den Einzeichnungen und weiß ich nicht was. Wir machen uns jetzt erstmal auf, um hier hinzukommen. Achso, hatte ich ja schon markiert. Level 12, das können wir auch im Moment machen. Das ist gut. Auf der Seite gehen wir dann auch raus. Nee, auf der Seite gehen wir raus. So. Ja, würde ich sagen, dass wir uns dann gleich dort wiedersehen, wenn ich angekommen bin. Bis gleich. Ja, und wir sind gleich am Zielort, wobei ich gerade festgestellt habe, als ich auf der Karte nachgeguckt habe, dass wir hier fürs Syndikat auch noch Truhen durchsuchen müssen. So, hierfür müssen wir jetzt aber erstmal sammeln für rundgeschliffene Steinanhänger am Ort. Die Frage ist jetzt von den Toten oder... Aha. Steinanhänger von verlorenen Piraten. Ja. Also von den Toten. Okay. Irgendwie ist es aber einfacher, mit dem hier zu kämpfen. Jetzt muss ich nur mal schauen. Ach so, ich muss erstmal da hoch. Oh, dann muss ich ja erstmal den ganzen Weg hier. Hier ist noch was zum Sammeln. Das nehmen wir natürlich mit. Ja, schön, wenn mich bis dahin keiner sieht. So, und dann gibt es eine Brücke, die nach rechts rüber führt. Ist das das hier? Eher nicht, oder? Nee. Da hinten, den Weg müssen wir, glaube ich, nehmen. Nee, immer noch nicht. Oh, hier ist was Schönes. Ich hoffe, die sieht mich nicht. Ich glaube, das findet man irgendwie bei den Piraten häufiger in letzter Zeit. Zumindest habe ich das in einem anderen Gebiet auch schon gesehen. Ach doch, es ist doch das hier. Das ist ein bisschen grob angezeigt. So, oh, wie groß ist... Ach du Scheiße, das sind doch keine Alligatoren, das sind doch Krokodile. Das sind tatsächlich Alligatoren. Ach du Scheiße. Davon soll ich nämlich auch noch welche besiegen. Oh Gott, wir testen das mal. Oh fuck. Oh fuck. Warum halten die so viel aus? Ey, du bist... ein riesiges Krokodil, du bist kein Alligator. Oh Gott. Ich glaube, 5 Stück oder sowas sollte ich davon besiegen. So. Oh je. Einmal den Weg nehmen auf der anderen Seite. Kann ich hier, ohne dass mich jemand sieht, das noch nehmen? So, und da muss ich jetzt hier hoch.
oder... Ja, eigentlich dem Weg folgen. Aber wo ist der Weg jetzt? Das ist ja nicht der Weg hier. Das könnte der Weg sein. Och, dein Ernst jetzt? Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Kann ich jetzt endlich mal meine Blumen hier zu Ende machen? Mein Gott, ist das denn so schwer? So. Jetzt bin ich da oben. Nee, der Weg geht aber rechts weiter. Das ist nicht das hier. Was ist das hier? Das scheinen die irgendwie als Weg zu sehen. Keine Ahnung. Wieder daneben. Ich verstehe es irgendwie nicht, was jetzt davon der Weg sein soll. Aber ich habe schon mal 5 getötet, das ist schon mal gut. Hallo, geht's noch? Was ist denn das für einer? Es geht ja gar nicht. Suche in Truhen nach Steinanhänger. Boah. Sind die alle so heftig? Hast du noch was zum Lesen? Och, wo kommt der denn jetzt her? Ist das euer Ernst? Hallo? Dieses Dauerstunnen, das ist so nervig, ne? So. Kann der von hier drin irgendwie? Die läuft da hinten rum. Schlag ihn doch einfach mal. Angeblich soll ja, wenn ich treffe, soll der andere ja angeblich umkippen. Och, ich dachte gerade, das ist ein Pirat. Aber irgendwie funktioniert das nie. So, die Truhen können die auch beherbergen. Okay. Hier ist ausnahmsweise mal keiner drin. So. Ach so. Jetzt bin ich hier am Ende. Da war ich gerade drin. Okay, den hätte ich jetzt nicht angreifen sollen. Und schon wieder einer. Das geht mir so auf den Sack. Sobald man sich umdreht, ist der Nächste da. Ist nichts. Da war ich gerade drin, ne? Aber die anderen habe ich doch jetzt auch schon durchgeschaut. Oh, nee, von da oben kam ich. Da hinten kann ich höchstens noch mal hingehen. Da war ich drin.
Ich hoffe, dass der jetzt nicht auf mich aggro ist. Hallo, was ist jetzt? Leute, geht's noch? Darf ich auch mal wechseln? Wo kommt der denn jetzt her? Das ist so scheiße, wenn das Ausweichen auf der Taste liegt. So. Aber das ist nicht mehr da, wo ich eigentlich hin soll, oder? In den Truhen. Naja, ich würde normalerweise sagen, da müsste ich auch da hinten gucken können. Hier bin ich mir ziemlich sicher, habe ich schon alles durch. Da oben ist einer. Ist nix. So. Okay. Guck mir hier nochmal schnell nach. So, das ist dann hierfür alles. Aber ich soll noch irgendwas machen für die... Moment, ich gehe mal eben so ein bisschen an die Seite. Ausgesetzt, hier hat mich nicht wieder irgendeiner gesehen. Ich soll hier aber noch was machen. Flussabgetragene Grotte. Das ist wahrscheinlich dann, wenn man da hochläuft, oder? Nee, das war hier. Oder doch? Dass es in flussabgetragene Grotte ein Versteck mit wertvollen Reise schnell dorthin und birg aller Suche in Truhen nach Steinen der Weisen. Das ist aber dann hier drin, ne? Da müsste ich aber dann doch... Also müsste ich ja dann so... Was grölt hier die ganze... Oh! Ich wollte gerade doch sagen, was grölt hier die ganze Zeit so rum? Ja, davon müssen wir leider auch noch welche besiegen. Schau mal eben, wie viele das waren. Hm. Das zählte hier auch dazu. Och. Okay. Da, 5 Alligatoren, genau. Oh Gott. Komm schon. Okay, wenn ich ausweiche, werde ich gebissen. Okay. Ich hasse sowas. Okay. Ja, eigentlich müssten wir dann hier noch mal ein bisschen durchlaufen. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo es hier noch welche gibt, wo man noch reingucken könnte. Das Haus hatten wir jetzt. Anscheinend dahinter, irgendwie in der Grotte oder was. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, ich komme dann einfach später noch mal zu dieser Aufgabe zurück. Ich meine, es sind jetzt nur noch 2 Truhen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber die Folge ist jetzt auch schon sehr, sehr lange. Und ehrlich gesagt möchte ich das nicht schon wieder so extremst überziehen. Deswegen laufe ich jetzt mal zurück. Ach, war
ich hier eigentlich drin? Hier vorne? Ich glaube nicht, oder? Bin ich doch schnurstracks dran vorbeigelaufen, meine ich. Hier ist aber auch nichts drin. Hier ist was. Nochmal so ein Perlenbesetzte. Ja, das ist jetzt wirklich blöd. Weil ich eigentlich der Meinung bin... Ist er jetzt schon wieder da? Boah, geht mir das auf den Sack. Weil ich eigentlich der Meinung bin, dass ich jetzt hier soweit alles habe. Was ist das? War das ein Wolf? Oh, da ist noch was. Was ist das denn? Ach, das sind die Seelensprosse. Okay. Ja, ich würde sagen, ich kriege jetzt aber gerade die Krise, weil es irgendwie überall um mich herum gerade am Schießen ist. Ich sammle jetzt nochmal eben die paar Sachen ein, die ich hier sehe. Und dann schneide ich den Rest einfach raus und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir wieder zurück sind. So, nun sind wir angekommen. Und um einiges schwerer, weil ich unterwegs noch eine große und eine kleine Ader an Eisen gefunden habe. So, mit dir muss ich sprechen, ne? Ja. Du bist zurück und hast meine Steinanhänger im Gepäck. Gut gemacht. Ich freue mich schon darauf, sie zu untersuchen. Ja, das ist doch schön. Die Gute freut sich drauf und wir sind dann erstmal fertig für heute. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache hier erstmal einen Cut und die anderen Folgen bearbeiten wir dann, beziehungsweise die anderen Quests bearbeiten wir dann in der nächsten Folge. Ciao!